Die Zeit ist reif für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das sagt Thomas Strauper. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hamburger Universität. Zuvor leitete er lange Jahre das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Er ist heute mein Gesprächspartner in unserer Reihe Nachdenken, Vordenken, Querdenken am Roman-Herzog-Institut. Schön, dass Sie es möglich machen, Herr Professor Strauper. Sehr gerne. Das letzte Mal waren Sie ja vor 10 Jahren am Roman-Herzog-Institut und haben sich ausgesprochen für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland. Haben sich Ihre Argumente seit dieser Zeit verändert? Ja, sehr. Ich habe extra gegoogelt für dieses Interview und habe mal geguckt, ob ich damals das Wort Digitalisierung verwendet habe. Ich habe es nicht verwendet. Ich habe es vielleicht nicht mal gekannt vor 10 Jahren. Und heute ist Digitalisierung, Datenökonomie in aller Leute Munde. Und ich denke, das wird die Welt verändern und es bietet uns die riesige Chance, Dinge auch neu zu denken und neu zu gestalten. Was würden Sie denjenigen sagen, dass plötzlich das Wort Digitalisierung immer dazu verwendet wird, alte Dinge wieder neu auszurufen? Dass Digitalisierung in der Tat etwas völlig Neues ermöglichen wird, im positiven Sinne. Wenn ich mir mal angucke, was die Stichworte künstliche Intelligenz den Menschen bringen werden, was das für Möglichkeiten eröffnet auf der einen Seite, aber eben auch an Herausforderungen für das alte System bedeutet, weil das alte System ist aus der Zeit der Industrialisierung und künstliche Intelligenz und Roboterisierung und Automatisierung und selbstfahrende Autos und Flugzeuge, die verlangen eine ganz andere Herangehensweise, damit wir die Chancen nutzen können, die damit verbunden sind. Ich höre das Wort Chancen heraus. Kann das bedingungslose Grundeinkommen, die fehlende Innovationsbereitschaft, die ja oft von Politikern und Ökonomen in Deutschland beklagt wird, etwa fördern oder auch Einstellungen verändern? Absolut. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja so eine Art Vertrauensvorschuss in die Menschen ist. Von einem Menschenbild geprägt ist, das davon ausgeht, dass wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, sie diese Möglichkeit auch nutzen, innovativ zu sein. Und es gibt ja so ganz kleine lokale Experimente mit Grundeinkommen, die zeigen, dass plötzlich Menschen, die vorher in ihrem Job unglücklich waren, die 1000 Euro pro Monat nehmen und damit zum Beispiel eine Selbstständigkeit wagen, kreativ, innovativ nach neuen Lösungen für alte Probleme suchen. Was müsste sich denn heute in Deutschland verändern, dass Sie morgen nicht mehr für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sich stark machen würden? Ich denke, wenn ich pragmatisch, realistisch, Realpolitikerin oder Realpolitiker wäre, dann ist völlig klar, werden Sie wohl nicht alle Punkte, die in einem radikalen Modell, wie ich es vorschlage, in der Realität auch umsetzen können. So naiv bin nicht mal ich, dass ich denke, dass man ein Buch schreiben kann und dann stürzen sich alle drauf und sagen, genau das ist es. Was ich aber denke, ist, dass einzelne Ideen und Bausteine umgesetzt werden. Und das wird genau der Moment sein, wo ich sage, eigentlich haben wir viel erreicht, dass wir sagen, macht mal was Neues, haltet nicht am Alten fest, weil am Alten festzuhalten kann vielleicht viel teurer werden als alle Risiken, die Sie eingehen, wenn Sie was Neues probieren. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Professor Strauper. Gern geschehen.